Einen wunderschönen guten Morgen. Ich mache mich jetzt gerade auf den Weg zur Arbeit. Es ist immer noch herrlich, in Anführungsstrichen, warm. Das heißt, ich kann wieder ohne Jacke. Und ich freue mich gerade tierisch, dass sich das Wetter einigermaßen gehalten hat. Ansonsten war heute Nacht nicht so cool. Ich hatte einen ziemlich beschissenen Traum. Ich denke mal, jeder kennt das. So Träume, die einen irgendwie ein bisschen verfolgen und mitnehmen, weil sie doch ein bisschen zu realistisch sind. Und bei dem war es jetzt sogar auch noch so, dass ich quasi zwischendurch wach war und ihn dann weiter geträumt habe. Was dann dafür sorgte, dass ich, als ich dann wach geworden bin, echte Schwierigkeiten hatte einzusortieren, was jetzt davon alles wirklich passiert ist und was nicht. Und das war ein ziemlicher Scheißtraum. Aber naja, auf jeden Fall Leute, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Ihr kommt gut in den Tag und wir sehen uns gleich. So, Halle, ich bin wieder von der Arbeit zu Hause und ich habe mir gedacht, heute ist so ein schöner Tag, da möchte ich nur ungern die ganze Zeit drin vloggen und deswegen bin ich jetzt gerade einfach mal in den Garten gegangen und es ist wie verhext, da ist mir doch gerade ein Bierchen in die Hand geflogen hier zum Feierabend. Das ist der absolute Wahnsinn. Also es ist natürlich, dieses Video ist nicht gesponsert, außer Bitburger. Bitburger ist ein super Bier, das ist meine ehrliche Meinung. Es ist mein absolutes Lieblingsbier. Bitburger schmeckt rein, aber doch herb und ist erfrischt. Und wenn ein Tag nicht gut war, ein Bitburger macht diesen Tag doch gut. Also Bitburger, falls du mich sponsern willst, hau raus. Ich trinke tapfer alles, was du mir schickst. Solange es tatsächlich ein Getränk ist. Also kommt auf keine Ekelideen hier. Ja, ich habe mir einfach gedacht, ich gehe jetzt einfach hier mal kurz raus und ja, ich bin von der Arbeit wieder da. Werde jetzt gleich meinen PC tatsächlich finishen und werde im Haus ein bisschen aufräumen. Ich werde dabei aber alle Fenster aufreißen, weil mir eigentlich viel mehr danach ist, mich jetzt einfach auf die Terrasse zu setzen und in den Himmel zu gucken und einfach alles ein bisschen an mir vorbeiziehen zu lassen. Ja, aber es sieht innen drin tatsächlich aus wie Hulle. Von daher denke ich, haben wir da alle Verständnis für, wenn ich da jetzt mal ein bisschen rangehe. So sieht das Haus übrigens von hinten aus. Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal eine Sache klarstellen. Es wird passieren, dass ich immer mal wieder von meinem Haus rede. Das passiert nur, weil ich hier drin wohne. Das Haus gehört Steffi und mir. Und das weiß ich auch und ich habe wirklich, ich möchte sie in keinster Weise irgendwie rausdrängen oder ihr das Haus abluchsen oder so. Ich möchte das nur noch mal festgehalten haben. Das Haus gehört uns beiden und wenn ich dann mal sage, oh, hier ist mein Haus, dann ist es A, weil es mir auch gehört und B, vor allen Dingen, weil ich halt im Moment einfach hier drin wohne. Und ja, es ist so, als würde ich halt sagen, meine Wohnung. Daher kommt das einfach. Also nicht, dass da irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Und das ist mir auch einfach sehr, sehr wichtig. Da habe ich auch schon mit Steffi drüber geredet, dass es halt tatsächlich einfach so kommuniziert wird. Ansonsten stelle ich gerade fest, dass dieser Rasen in einem fürchterlichen Zustand ist und eigentlich zu 60% nur noch aus Moos besteht, was gar nicht mal so cool ist. Ja, aber gut, so ist es halt. Da hinten geht gerade die Sonne so ein bisschen unter, man sieht es aber schon nicht mehr. Und ich werde mich jetzt mal eben daran setzen, meinen Rechner zu finishen und meinen Rechner zu finishen und dann ein bisschen aufzuräumen. Deswegen Leute, wir sehen uns gleich. Es ist endlich soweit. Nach vier Tagen kann ich euch mein neues Computer-Setup präsentieren. Ich habe ein bisschen Pfand gesammelt. Aus irgendeinem Grund ist das Arbeitszimmer auch der Ort geworden, wo ich den Pfand sammle. Das werde ich mir nochmal genauer überlegen. Aber macht euch bereit für diesen Anblick. Yep, das, meine Freunde, sind drei Monitore, die von meiner neuen Grafikkarte befeuert werden. Und das da ist das Schätzchen. Das ist mein neuer Rechner. Noch nicht in seiner absolut finalen Form, aber trotzdem schon sehr, sehr schön. Da oben sind auch noch leuchtende Lüfter. Ich habe die jetzt alle einfach nur komplett auf weiß gestellt. Das sind RGB-Lüfter und die Grafikkarte und das Mainboard haben auch RGB-LEDs, dass ich halt eigentlich noch die Farben ändern könnte. Aber ich habe das komplett auf weiß gestellt, weil jetzt mein komplettes System schwarz-weiß ist. Es ist
sagen wir mal, vom optischen her ist es noch nicht bei 100%. Ich habe zwei verschiedenartige Gehäuselüfter. Das habe ich leider erst zu spät realisiert. Die hier vorne haben halt so super Special Effekt und mehr LEDs und die da hinten haben halt einfach nur einen leuchtenden Kranz. Das heißt, ich werde diese hinteren, die nur den leuchtenden Kranz haben, werde ich auch austauschen gegen die gleichen, die ich jetzt vorne verbaut habe. Und dann kann man die alle in Reihe schalten und kann richtig geile RGB-LED-Effekte machen. Das ist reine Optik, das bringt null Leistung. Das ist von der Kühlleistung her sind die Lüfter identisch. Es geht nur um die RGB-LEDs. Aber ich möchte es. Auch das Kabelmanagement im PC ist wirklich weit entfernt von ideal. Aber da ich eh weiß, dass ich die Lüfter vermutlich nächsten Monat austauschen werde, ist mir das gerade noch relativ schnuppe. Wenn ich den Rechner dann nochmal aufmache, werde ich das Kabelmanagement noch ein bisschen durchoptimieren und dann war es das auch. Ja, ansonsten sieht man jetzt hier auch drei Monitore und das ist schon sehr, sehr geil. Ich weiß noch, dass ich vor, lasst mich nicht lügen, ich würde sagen, 4 oder 5 Jahren bin ich auf 2 Monitore umgestiegen, von 1 auf 2, was einfach wirklich super praktisch ist. Und mittlerweile habe ich mich auch vom Workflow her daran gewöhnt, dass halt die beiden Monitore irgendwie permanent belegt sind. Und jetzt habe ich halt 3 Monitore. Und ich kann euch auch sagen, wann ich das zum Beispiel brauche. Wenn ich Videos schneide, werden das Schnittprogramm auf dem mittleren Monitor gezeigt. Der Output wird auf diesem Monitor gezeigt. Und da, auf diesem Monitor, kann ich zum Beispiel sowas wie den Explorer laufen haben oder Google oder Photoshop, wenn ich nebenher halt noch was fertig machen muss oder was suchen muss für das Video. Also für Leute, die tatsächlich irgendwie multimedial arbeiten, sind 3 Monitore sehr, sehr praktisch. Ja, und ich bin gerade ein bisschen begeistert von meinem Rechner. Der hat auch, ich kann euch das mal zeigen, also dieser Mode hier, der durchläuft, der lässt sich halt ändern. Ja, hier, jetzt sieht man gerade, wie die verschiedenen Farben durchlaufen. Ja, das ist jetzt dieser Breathing-Effekt. Und das ist halt eigentlich das, was ich so standardmäßig habe. Das ist halt einfach nur, dass es halt leuchtet. Und das ist jetzt dieses Flackern mit einer Farbe. Und das ist halt dieses Blinken, das kann man auch noch in der Geschwindigkeit verändern. Ja, aber das wird dann doch ein bisschen too much. Das ist halt der Effekt, den ich gerade hatte. Den kann man auch in der Geschwindigkeit verändern. Ja, aber hier diese Disco-Party brauche ich nicht. Das ist eigentlich das, was mir vorschwebt. Da sieht man auch, für Leute, die die Marke kennen, das ROG-Auge weiß beleuchtet. Und ich weiß gar nicht, sieht man es beim Mainboard, das, ja, da sieht man die LED-Stripes, die auch weiß leuchten. Und von hier oben sieht man auch noch mal ganz nett die beleuchteten Lüfter. Aber das sind halt die nicht so coolen. Das hier vorne sind ja die Partylüfter. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich genug über meinen Rechner geredet und werde ihn jetzt auch runterfahren. Ja, eine lange Reise geht zu Ende. Ich habe endlich meinen Rechner. Ich habe dann derweil hier auch noch ein bisschen in der Küche aufgeräumt. Ich habe ein bisschen im Wohnzimmer aufgeräumt. Aber das ist wirklich nicht spannend. Ich habe vor allen Dingen im Arbeitszimmer aufgeräumt, dass ich mal wieder was vom Schreibtisch sehe. Ja. Also Leute, ich mache jetzt für heute Schluss. Ich gehe ins Bett. Ich muss morgen natürlich wieder arbeiten. Und ich würde daher einfach sagen, ihr macht euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily Vlog. Gute Nacht!